Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute soll es darum gehen, wie du effektiv Vertrauen aufbaust, um mit der Frau dorthin zu kommen, wo du mit ihr hin willst. Also, wenn du schon ein bisschen länger in dieser Flirt-Szene unterwegs bist, dann kennst du vielleicht die beiden Begriffe Anziehung und Vertrauen. Wir haben in letzter Zeit viel über Anziehung geredet. Da ging es dann um das Äußere, das physische Äußere, die Kleidung, deinen Fitnesszustand, aber auch solche Dinge wie Körpersprache, Stimme und natürlich auch der Charakter, die persönlichen Eigenschaften, die hier auf der Seite die Attraktivität stellen. Und da gibt es, das sind diese beiden großen Begriffe, da gibt es Vertrauen, also Attraction und Comfort aus dem Englischen. Und wir wollen heute über Comfort reden und beziehungsweise über Vertrauen. Und ich möchte dir erklären, was das bedeutet und wie du das aufbaust und vor allem auch, warum das so wichtig ist. Fangen wir erstmal an mit, was ist das überhaupt? Was ist Comfort? Was ist Vertrauen? Ne? Der Begriff ist natürlich eigentlich relativ klar, aber ich definiere ihn dir mal in diesem Kontext. Bedeutet nämlich einfach, dass die Frau das Gefühl hat, sie ist sicher bei dir, sie kann sich sicher ausdrücken, sie kann sagen, was sie will und es passiert nichts Schlimmes. Oder generell, es passiert allgemein nichts Schlimmes, wenn sie mit dir unterwegs ist. Es geht um ein Gefühl von Sicherheit. Das ist das, was es vielleicht viel besser betrifft. Beschreibt, vielleicht könnte man auch sagen Anziehung und Sicherheit, ne? Aber Vertrauen ist halt so ein Begriff. Das bedeutet Vertrauen in diesem Zusammenhang bzw. Sicherheit und das ist eben deswegen so wichtig, weil die Frau wird mit dir viele Schritte im Dating-Prozess nicht gehen, wenn sie kein Vertrauen zu dir hat. Sie wird nicht mit dir auf ein Date gehen, sie wird dir nicht ihre Nummer geben, sie wird vielleicht nicht mal Fragen beantworten von dir und sie wird auch nicht mit dir schlafen oder zusammenkommen wollen, wenn Vertrauen nicht grundsätzlich da ist. Und hier sind wir an einem Punkt, wo gerade die Pick-up-lastigeren Dating-Coaches manchmal sehr komische Sachen mitgeben. Ich erinnere mich auch an das Buch, was ich damals gelesen habe, Lob des Sexismus, das wahrscheinlich viele Leute in der Community gelesen haben und das ich wirklich nur ganz stark disempfehlen kann, wo einem dann sowas gesagt wird wie, ja, wenn die Frau Nein sagt, dann heißt das, dass sie eigentlich Ja sagt und dann musst du nochmal irgendwie stärker rangehen. Das ist nur ein Shit-Test oder so ein Quatsch. Also solche Sachen, wo man sich so ein bisschen vor den Kopf packt, was einfach strange ist und was absolut vertrauenszerstörend ist. Ganz wichtig ist, manchmal ist die Frau noch nicht bereit, mit dir den nächsten Schritt zu gehen. Der nächste Schritt kann bedeutet Nummern austauschen, Date, mit dir schlafen etc. Das heißt aber nicht, dass sie generell nicht bereit ist, sondern manchmal ist sie noch nicht bereit. Manchmal braucht sie einfach mehr Vertrauen, mehr Zeit. Und dann ist es ganz wichtig, wenn die Frau dir kommuniziert, hey, hier ist meine Grenze, dass du dann diese Grenze auch anerkennst. Denn am Ende des Tages willst du ja auch, dass Leute deine Grenze anerkennen, wenn du die kommunizierst. Das heißt, die Frau kommuniziert dir etwas und dann nimm das halt auch so. Und mach nicht diesen Pick-up-Move im Sinne von, die Frau weiß sowieso nicht, was sie will. Ich weiß das viel besser, weil Frauen wissen nicht, was sie wollen. Und ich mache jetzt voll, gehe jetzt voll durch. Das ist nur ein Shit-Test. Vergiss diesen ganzen Mist, diesen ganzen Müll. Das ist vollkommener Quatsch. So kann die Frau sich halt nicht mit dir entspannen, kann kein Vertrauen zu dir aufbauen. Und ja, dann gibt es halt einfach Probleme. Vertrauen baut man außerdem dadurch auf, dass sie etwas über dich erfährt und natürlich auch sie etwas von sich preisgibt. Das ist eine rein logische Sache. Na, wenn du jetzt vor mir stehst und ich kenne dich nicht, ich kenne deinen Namen nicht, ich weiß nichts über dich, dann bist du ja potenziell erstmal theoretisch auch eine Gefahr, weil ich kann dich nicht einschätzen. Ne? Du könntest mich auch angreifen, ich weiß nichts über dich. Aber wenn wir jetzt mehrere Stunden miteinander verbringen und ich erfahre davon, dass du, keine Ahnung, gläubiger Christ bist und Pazifist und noch nie jemanden geschlagen hast, dann kann ich mir wahrscheinlich sehr sicher sein, dass hier nichts passiert. Natürlich ist die Möglichkeit immer noch da, aber deine Glaubenssätze, deine Überzeugungen geben mir da schon mal die Sicherheit. Ich kann dich einsortieren, ich kann dich einkategorisieren, ich kann mentale Etiketten an dich dran machen. Das ist Tim, so und so alt ist der, bla 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 bla. Und in diesem Moment habe ich das Gefühl, ich würde dich kennen und kann dir mehr vertrauen, als wenn ich da nur so, ich sag mal, ein leeres Feld habe, einfach nur eine Person, deren Namen ich vielleicht nicht mal kenne. Das heißt, je mehr Informationen die Frau über dich bekommt, desto mehr Vertrauen ist da auch. Und das geht dann wieder logisch mit dem zusammen, was ich eben gesagt habe. Wenn die Frau noch nicht bereit ist, dann verbring einfach mehr Zeit mit ihr. Die reine Zeit wird dafür sorgen, dass Vertrauen aufgebaut wird. Wenn sie mehr von dir erfährt, wird das dafür sorgen, dass Vertrauen aufgebaut wird. Und hier auch wieder ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz klassischer Fehler aus dieser Pickup-Community raus, aus dieser Pickup-Literatur raus, ist dieses, die Frau ständig zu necken oder ständig cocky and funny zu sein. Also ständig sehr witzig zu sein, sarkastisch, ironisch und die Frau ständig aufzuziehen und ständig nur zu flirten und ständig nur zu spielen. Das alles hat seinen Platz.
Aber es ist auch wichtig, dass du ganz normale, ganz authentische Gesprächsanteile mit der Frau hast. Weil wenn du die ganze Zeit nur auf so einer spielerischen Ebene unterwegs bist, was cool sein kann, dann ist das tatsächlich ein Problem, denn dann baust du kein Vertrauen auf. Und ich habe das schon oft an eigenem Körper erlebt. Das ist ganz interessant, wenn ich zum Beispiel im Club war und ich habe mit den Frauen geflirtet. Also es war eine sehr krasse Flirtstimmung da. Wir haben geflirtet, wir haben Spaß gemacht, wir haben aus Spaß über irgendwelche Zukunftsszenarien geredet. Ja, du, die Kinder, dies und das, so darf man mit Urlaub, bla bla bla. Wir haben geflirtet, wir hatten Spaß, aber wir haben nicht wirklich viele Informationen ausgetauscht. Dann hatten wir zwar einen richtig schönen Moment und vor allem war da wirklich viel Flirt und Anziehung drin, aber sie hat halt nichts über mich erfahren, weil ich die ganze Zeit nur sozusagen Blödsinn geredet habe. Und das hat dann schon oft dafür gesorgt, dass die Frau nicht genug Vertrauen aufgebaut hat, um sich dann mit mir zu treffen, obwohl ja eine Riesenmenge Anziehung vorhanden war. Und natürlich kann man das im Club auch so umsetzen, dass man, wenn diese Riesenmenge Anziehung vorhanden ist, man die Frau direkt mit nach Hause nimmt. Aber auch dafür ist es wichtig, dass du erstmal ein bisschen Vertrauen aufbaust. Das heißt, auch wenn im Club, gerade im Club, natürlich so was Spaßiges sehr, sehr wertvoll ist, muss aber trotzdem immer noch dieser andere Teil passieren, damit Vertrauen aufgebaut werden kann. Ich nehme mal das Beispiel Club. Du bist jetzt auf der Tanzfläche und tanzt mit ihr und es ist sehr heiß und ihr flirtet miteinander. Aber dann ist es auch wichtig, dass es Elemente gibt, wo du zum Beispiel an einem ruhigeren Ort mit ihr bist und ihr einfach ein paar basic Informationen austauscht, sie dich ein bisschen kennenlernt und sie auch ein bisschen was von sich preisgibt. Und dann ist nämlich dieses Vertrauen da und dann kann sie den nächsten Schritt mit dir gehen. Und das gilt natürlich für alle anderen Situation genauso. Das ist der Grund, warum Vertrauen vor allem ein Clubproblem ist, weil wenn du jetzt auf einem normalen Date bist im echten Leben, also im Alltag sage ich mal, im echten Leben ist das falsche Wort, im Alltag, dann ist es natürlich so, dass du oder die meisten Menschen dazu tendieren, schon sehr über ernste und normale Themen zu reden. Aber auch da habe ich es oft erlebt, dass, also ich habe das sehr gerne gemacht mit diesem Lustigen, diesem Funny, diesem einfach spielerisch sein. Aber auch da habe ich es erlebt, dass es dann Probleme machen kann, wenn man zu viel davon macht und eben das Vertrauen nicht aufbaut. Und da merkst du dann, es gibt so etwas wie Vertrauen und wenn es fehlt, dann ist das ein Problem. Natürlich kann Vertrauen dich nicht retten, wenn keine Anziehung da ist. Die Anziehung muss mal zuallererst da sein. Wenn die nicht da ist, ja, dann bringt dir auch Vertrauen nicht besonders viel. Beziehungsweise Ausnahme, also Beispiel, was eine Ausnahme wäre, ist, du kennst deine Frau schon sehr lange, bist vielleicht mit ihr befreundet, sie fühlt keine Anziehung gegenüber, aber sie vertraut dir sehr, sehr stark und dann ist sie in einem emotional schlechten Moment, wie zum Beispiel nach einer Trennung und dann ist, weil sie sich so wohl bei dir fühlt, kann es halt sein, dass dann zwischen euch was läuft. Aber das ist natürlich nicht das, worauf wir hinaus wollen, das ist nur ein Beispiel dafür, was theoretisch passieren könnte. Also die Anziehung muss immer zuerst vorhanden sein und dann muss man das Vertrauen draufbauen. Das heißt, du gehst ins Gespräch, schaust, ist Anziehung vorhanden, finden wir uns gut, kann ich da Anziehung erzeugen oder ist da einfach keine Anziehung. Und dann geht es darum, Vertrauen aufzubauen und immer wieder so ein bisschen hin und her zu switchen zwischen diesen, naja, ich nenne es mal mehr Anziehungssachen, diesen lustigen Sachen, die übrigens an sich keine Anziehung erzeugen. Das heißt, wenn du cocky und funny und lustig und spaßig bist, okay, nee, falsche Aussage, tun sie doch. Aber also wenn eine Frau dich im ersten Moment nicht ein bisschen attraktiv findet, nicht ein bisschen interessant findet, dann wirst du durch diese Anziehungssachen wie Cocky und Funny wahrscheinlich nicht mehr viel reißen können. Aber wenn die Frau dich attraktiv findet und dann kommen solche Sachen wie du bist lustig, du bist spaßig, Sarkasmus, Ironie, du bist klug, du weißt kluge Witze zu machen, dann steigert das nochmal die Anziehung. Das ja, also die Sachen können die Anziehung steigern, so könnte man es besser ausdrücken, aber sind nicht der ursprüngliche Auslöser. Und diese Sachen zu kombinieren, hier mal ein paar Komfortsachen, hier mal ein paar Anziehungssachen, eine gute Kombination davon und du kannst eigentlich mit der Frau, wenn erstmal generelles Grundinteresse vorhanden ist, zu jedem Punkt kommen. Ob es jetzt Sex ist, Date, Nummer, Beziehung, kannst du eigentlich mit ihr zu jedem Punkt kommen. Und Beziehung ist auch so eine Sache. Du kommst halt in eine Beziehung, indem du über die Zeit immer mehr Vertrauen aufbaust, indem ihr immer mehr zusammenwachst und mehr Vertrauen entsteht, bis dann so viel Vertrauen da ist, dass ihr einfach gerne Zeit miteinander verbringt oder viel Zeit miteinander verbringt und dann ist es meistens so, dass die Frau dich irgendwann fragt, hey, Beziehung, ja oder nein? Das heißt, da ist es auch ein großer und ein ganz wichtiger Punkt, dass du genug Vertrauen aufbaust. Und wie gesagt, eine der wichtigsten Sachen, die ich hier einmal zum Abschluss noch sagen möchte, weil es wirklich so elementar ist, bitte akzeptiere immer die Grenzen von Frauen und akzeptiere halt das Nein von der Frau, auch wenn es dir, auch wenn du vielleicht nicht ganz sicher bist, ob es jetzt, oder du merkst, sie ist sich nicht ganz sicher, dann könntest du natürlich sie so ein bisschen verführen und pushen und versuchen, das Ganze rumzureißen. Ja, das könntest du machen. Ich würde dir aber empfehlen, das einfach mal so hinzunehmen und zu sagen, hey, guck mal, mach dir keinen Stress, wenn du ganz klar weißt, ja oder nein.
dann let's go. Du legst zwar in dem Moment die Führung in ihre Hände sozusagen, also die Entscheidung in ihre Hände, aber du baust enorm viel Vertrauen auf. Und Frauen dann irgendwo hin zu manipulieren, was durchaus funktionieren kann, ja, verstehe mich nicht falsch, eine Frau, die sich nicht ganz sicher ist, also kein klares Nein, wenn es zum Beispiel zum Sex geht oder so, kann man dahin verführen, klar. Aber ich mache es dann doch lieber so, dass ich ihr erstmal den Raum gebe, dann entspannt sie sich normalerweise in meiner Gegenwart. Und dann funktioniert das auch, dann ist es kein Problem mehr. Eigentlich ist das, was die Frau braucht, Raum. Also wenn die Frau so ein Ja, aber so ein Nein, aber ich bin nicht ganz sicher, dann gehe ich davon aus, dass nicht genug Vertrauen aufgebaut ist. Sie möchte schon gerne, aber da fehlt noch Vertrauen. Also gebe ich ihr den Raum und sage, alles gut, ganz entspannt, in deinem Tempo. Und dann, das ist schon oft passiert, fallen normalerweise die Hüllen, im wörtlichen und im übertragenen Sinne, und sie kann sich bei mir entspannt fallen lassen und dann passieren auch solche Dinge wie zum Beispiel Sex. Deswegen Vertrauen ein ganz wichtiges Thema. Ich hoffe, ich habe dir das soweit gut erklären können. Schreib mir gerne in die Kommentare weitere Fragen, was deine Erfahrungen damit sind, wie du das Ganze siehst. Und dann sehen wir uns übermorgen wieder. Ich freue mich schon drauf. Links neben mir abonnieren, wenn du es noch nicht gemacht hast. Unter mir für einen der neuen Coaching-Plätze im neuen Jahr bewerben. Und hier unten rechts kommst du zu weiteren Videos mit Tipps zu mehr Erfolg und Frauen, die dir dabei helfen werden, deinen Erfolg und Frauen aufs nächste Level zu bringen. Und dann sehen wir uns übermorgen wieder. Wie gesagt, ich freue mich schon drauf. Bis dahin. Ciao.